Pikachu-mäßig. So Landing Nair, Landing Forward Air und Down Smash. Das Momentum einfach weiß nehmen, um nicht runterzureißen. Ja, und weiß nicht, ob das wirklich true ist, aber es sah schon ziemlich legit aus. Als Mix-Up immer noch recht stark und hier haben wir den Dauergänger Pokémon Stadium. Ja, von daher bin ich mir mal gespannt, ob Schalke 04 mal wieder neue Crazy Combos zeigen kann. Oh, was? Guter Anfang. Was ein guter Anfang von Mylon. Die Antwort wurde direkt denied. Yep, yep. Oh, zurück. Mein Yo! Okay. Was, ey, das wäre richtig crazy gewesen. Ich meine, wir sind es ja gewöhnt, von Tweak zu sehen, was Lilly ja kann, aber von Malte Z das dann auch noch irgendwie zu Malte sehen. Z. Ach du heilige Scheiße, das ist ja schon mal ein Auftakt und zum Spiel. Und das halt so nach 5 Sekunden auch nur, ne? Muddle ein bisschen overcommitted direkt am Anfang, musste hoch airdodgen und Mylon denkt sich, nope, du kannst hier nicht airdodgen, nicht also wo ich meine Bananen habe. Ich weiß ja nicht, was es ist mit Spaceys auf Stadium, die dann direkt innerhalb von den ersten 10 Sekunden, 30 Sekunden zerstört werden. Ob es Medi ist, ob es Ultimate ist, es macht keinen Unterschied. Noch einer. Und die Backer, oh mein Gott. Yo. Hey, was ist mit Mylon los? Mylon rasiert mich gerade übertrieben. Nein, Stock Vorsprung und er kann sich alles, Junge, zwei Stocks sogar. Junge, in einer Minute zwei Stocks gezogen, Junge, what? Na, aber wenn man sieht, ich meine, das ist das erste Game, das soll nichts heißen. Moodle natürlich kann immer noch Comebacks machen. Aber dieses Game. Oh oh. Oh oh, oh. Ach du Kacke. Ja, komm, Moodle, lass dich aber nicht dreistocken. Okay. Na gut. Okay, direkt gut. Passiert. Ja, richtig hast so. Hast du bekommen, was du wolltest? Richtig so. Okay. Aber trotzdem natürlich noch sehr ungünstige Situation, um es mal jetzt zu sagen. Also, wie Mylon die Banane auch jetzt gerade benutzt. Moodle slippt darauf die ganze Zeit. Ja, Moodle will mit dem Konter, mit dem Reflektor die Banane reflektieren, aber Mylon droppt sie einfach von oben so zwischen, dass es trotzdem trifft. Voll impressive. Und dann nutzt er das einfach auch noch als weiteren Hit auf Schild, was ja die meisten Diddys ja machen, weil das ja schon echt krass ist. Vor allem, wenn das erste Mal die Banane auf dem Schild trifft, beim zweiten Mal slippst du drauf. Aber ich dachte eigentlich, dass Mylon die Banane aufgesammelt hat, deswegen hat es mich kurz gewundert gehabt. Ah, aber scheinbar war ja nicht schnell genug. Ja, naja. Ich denke mal, Falco ist jetzt. Naja, Falco kann schon mal relativ schnell Stocks ziehen, so mit einer Combo into Backer oder so, aber ich glaube, so wie das Game aussieht, sollte ich sich überlegen, welches Set er counterpicken will. Ja, Moodle muss ja auch sowieso an die Discord von Diddy vorbei. Ah, keine Backer. So, Fair und Backer, die reichen schon sehr weit und. Aber die Aerials von Diddy sind nicht, aber nicht disjointed, oder? Sind sie nicht? Nicht, dass manchmal ich so an, die gehen die schon haben, recht. Die haben halt mega Range, aber ich glaube nicht, dass sie disjointed sind. Du kannst schon gegen traden. Ja, stimmt, das ist ja kein Schwert, habe ich mal vergessen. Die Metallschuhe hat auch Falco eher. Sorry, voll vergessen. Wobei Falco auch nicht so der disjoint Master ist. Vielleicht der Update oder so, das könnte es sein. Ja, aber ich weiß nicht genau, wie die Hitboxen bei Falco sind. Aber ja, auf jeden Fall ziemlich dominante Runde 1. Ich meine, wir haben es ja gerade schon gesagt und auch gesehen, nach 10 Sekunden ersten Stock ziehen ist immer übertriebenes Statement. Aber lustigerweise. So ungefähr so hat auch das erste Game zwischen Hamster und Gier angefangen. Oh. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Erwartet uns wieder ein Game 5-Krimi? Vielleicht. Vielleicht macht Moodle einfach den neuen Gier und lässt sagen, ach, wer braucht schon ein Game, Junge? Hol dir das Mylon, gönn dir das für dein Ego. Ich gewinne jetzt einfach trotzdem. Junge, von Gear 0 auf Gear 1. Okay, ich habe nicht gesehen, welches Stage Moodle gepickt. Und es Smashle. Respectable. Kleine Stage. Kann ich sehen, will Diddy nicht so viel Space geben, mit seiner Banane Faxen zu machen. So, die Banane ist jetzt auch schon wieder draußen. Ja, immer das Wichtigste. Oh mein Gott, noch einmal? Oh, er wollte. Double Dip. Aber Moodle wusste auch, dass er das wollte. Ja. Ich glaube, jeder in diesem Raum wusste, dass er das wollte. Ich meine, wenn es auch trifft, ist auch schon ziemlich geil. Ich muss mal kurz anmerken, wie krass weit die Diddy Kong AP geht, wenn der nicht gecharged ist. Der drückt einmal AP auf das Schild und der fliegt einfach über ganz Smash rüber. Ja, from coast to coast. Ja, Mann. Das ist voll safe, dadurch, dass es so schnell ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Oh mein Gott! Alter, was ist los mit Mylon, Junge? Mylon ist mies am Gucken, ey. On fire! Ja, er readet irgendwie jede Option von Moodle gefühlt. Und auch so richtig confident, so, weißt du, er hat so sein Smash aufgeladen, wo Moodle noch an der Ledge hing. Und Moodle ist dann erst reingejumpt. Ja, wenn man die Muster des Gegners wie ein offenes Buch liest. Ja. Oder selber programmiert hat. Die Konditionierung. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall gerade sehr brutal für Moodle. Dann muss man sehen, dass er vielleicht doch nochmal irgendwie vielleicht einen anderen Charakter rauspickt. Oder zumindest stark an seinem Gameplay irgendwas ändern. Weil so, läuft auf jeden Fall nicht. Down Air, Up Air, kommt nicht ran. Naja, ist ja so, dass Moodle ja die Hits trifft, aber im Endeffekt hat er. Aber trifft er die Hits? Also er trifft einzelne Interactions. Ja, er hat in diesem Game so zu zwei Openings bekommen, glaube ich, bisher. Und er hat gleich seinen zweiten Stock verloren. Ui. Ja, ist auch wieder. Aber Mylon muss aufpassen, jetzt nicht zu cocky zu sein. Genau, er hat Abi in die Ränge gemacht, er ist in den Ränge, ehrlich, genauso fängt es nämlich an. Das ist ganz, ganz wichtig.
ich meine, es ist zwar legitim zu abbiegen, selbst wenn dann so ein Laser rauskommt, weil die Barrels könnten ihn ja theoretisch noch irgendwie in irgendeiner Welt treffen. Ah, Moodle. Aber wenn es auch ein Downset fair tut, dann eher dafür gehen, ist doch auch Moodle lässt sich gerade auch ein bisschen so von random Bullshit treffen, bin ich ehrlich. So, der Mann hat die Banane einfach geworfen, so von halbes Stage entfernt. Und Moodle lässt sich halt einfach treffen davon, das ist schon nicht so gut. Naja, es war nicht mal auf Point Blank Range oder oh, so. Oh, was? Junge, Dreistock. What's going on, Alter? Riechst du das Essen hier? Wir gemeinsam das mies am gucken, oh, Alter. Es riecht sogar mies lecker, ne? Wirklich? Junge, meine lecker, lecker, Junge, lecker. Es riecht halt wirklich mies gut gerade nach Essen. Schalke gegen Hannover sehen wir gerade im Chat, ist gerade ja, so Sache. Ja, ungefähr so stelle ich mir Bundesliga vor dann. Aber ey, ich bin keine Schalke-Hater, ne? Ich find's so witzig. Nicht, dass jetzt irgendwelche Leute mad ab, mich werden mir Fußball scheißegal. Shoutouts gehen an den Kroaten Honk. Auf jeden Fall zu 100%. Oder ist er Hesse? Ich weiß es nicht. Kroaten Honk. Oder Hesse, ich weiß es nicht. Good old Memes. Okay, ja. Jetzt Moodle erstmal überlegen. What the fuck is going on? So. Ich frag mich jetzt echt, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt, nachdem er zweimal so hart gefickt wird, wirklich einen anderen Charakter nimmt. Ja, dann finde ich aber, dass er ziemlich schnell eine Antwort auf die Frage finden sollte, weil sonst gehen wir ganz schnell wieder auf die Frage, woran hat es hier liegen? Und das ist auch irgendwie... Wolf? Was? Okay. Spacey ja, immer noch, also... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Haben die Stadium gepickt? Nee, SPF, okay. Ist ja interessant, Moodles Fall, Wolf habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, oder zumindest nicht bewusst. Wusste gar nicht, dass er einen hat, aber... Ich glaube, jeder hat einen Wolf. Und damit sind wir auch wieder im Game. Ja, wollen wir mal sehen, ob es sich mit Wolf besser schlägt. Ist natürlich jetzt schon auch in Spacey, wie du sagst, aber auch eine andere Art von Gameplay. Will nicht mehr für die krassen Combos gehen, sondern will eher mit seinem Aerial Movement Speed versuchen, ein bisschen um Diddy herumzuspielen. Aber das hattest du ja auch gesagt. Entweder er wechselt was mit einem Falco Playstyle oder er wechselt ein anderes Rädchen im System. Und jetzt hat er zumindest einen Wolf gefunden. Ja, ja, ja. Und no offense, aber er hat in diesem Game schon mehr gemacht als im ganzen letzten Game vorher. Und er sieht aber auch, weißt du, even aus zumindest. Er wurde nicht direkt in den ersten 5 bis 30 Sekunden. Der Anfang bleibt auf jeden Fall schon viel, viel besser für Moodle jetzt mit seinem Wolf. Bin mal gespannt, vielleicht kann er sogar mit den ersten Stock ziehen und dann mal ein bisschen mit Momentum und Advantage zu spielen, was er dieses Set bisher noch gar nicht konnte. Und jetzt kommt die Backlayer und wieder eine Offstage-Situation mit der Banane. Oh, Don't Tilt, F-Tilt. Und kein Two-Frame leider. Einmal mal 17 mal F-Tilt machen. Für sorry. Ey, diesmal halt das ein bisschen weiter. Ja, okay, okay. Aber so. Nichtsdestotrotz, Upsmash hat das Shield oder einfach so Upsmash, ich hab nicht genau gesehen. Holt den ersten Stock. Und aber das. Nice. Wichtiger Reversal. Wichtig, 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 dass Moodle hier dieses Game wenigstens noch competitive hält. Dass es weiter close bleibt. Weil, wir wollen keinen 3-Round-Handshake sehen. Mit einem 3-Stock auch noch ein Game 2. Ja, das war schon bitter. Das will man sich nicht gefallen lassen. Nicht so will man von der Loser's Top 8 gehen, als Siebter. Aber, wie gesagt, Moodle steht sich auf jeden Fall schon viel besser in dem Game, wobei Meidlern gerade gutes Momentum hat. Und seine Kombos von Meidlern sind auch echt heftig aktuell. Also, ich habe auch schon länger nicht mehr spielen sehen, aber ich finde, sein Diddy ist echt, echt sehr solid. Ich finde ja auch sowieso, selbst das Moodle gewechselt hat. Oh, runter? Ja. Dass er darauf so gut adaptieren kann, das zeigt eigentlich auch eine ziemlich gute Spielerqualität seitens Mylon. Und das ist halt schon sehr beachtlich zu appreciaten. Oh. Und damit hat er auch immer noch den Advantage. Er hat den Vorteil. Aber ich habe das Gefühl, entweder hat Moodle mental schon keinen Bock mehr oder er ist irgendwie müde oder so. Weil ich habe das Gefühl, Moodle spielt ein bisschen slow. So, also jetzt gar nicht mehr von seinem Movement Speed oder so, sondern er lässt sich so von so richtig obvious Sachen treffen. Vorhin die Banane so across the stage. Jetzt ist meine über die ganze Stage gerannt, hat Backyard gemacht. Moodle hat nicht reagiert. Ich glaube, ich habe vielleicht schlecht geschlafen hat gestern oder so. Und da greift natürlich auch, wenn wenig mentale Kapazitäten vorhanden sind, natürlich der Autopilot rein. Und wenn du die ganze Zeit preemptive irgendwelche Jumps drückst, passiert dann leider ein Jumpcatch, der jetzt nicht in den Kill geendet ist. Aber der nächste durchaus killen könnte. Genau. Außer jetzt durch ein Wunder kriegt Moodle noch 2 Stocks weg und dreht damit das Spiel eventuell. Wichtiger Trade, das ist eigentlich gewesen sein sollen. Kommt die nochmal runter? Oh, die Barrel. Aber guck mal, meiner weiß auch Bescheid, er rennt einfach mit Ausbruch rein, weil er weiß, dass Moodle springen will. Und Banane, Dropdown. Clean. Banane, Drop into Turnaround, fair. Sau clean. Also ich bin ehrlich... Echt heftig impressive gespielt von Bodyback.zip. Bodyback.zip
3-0 in der Handshake. Muss man echt so sagen.